Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ihr seht schon alles aufgebaut. Wir wollen mit den Gimbals weitermachen. Das X2 haben wir schon gemacht eben. Für euch kam das Video vor 2 Tagen, also wenn ich es richtig plane. Jetzt wollen wir das Kleine nehmen. Da bin ich mega heiß drauf. Wie sich das Kleine schlägt, was und so. Weil das ist mega interessant, wenn ich glaube nicht, dass da ein Motor drin ist, obwohl wir da ein USB-C-Anschluss dran haben, weil das wäre schon mega, wenn da so ein kleiner USB-Motor drin ist und das auch ein richtig Gimbal ist und nicht nur ein Selfie-Stick. So, wir haben eine Anleitung mit bei, leider sehr, sehr klein. Karton bringt halt nicht mehr her. Wir haben wieder ein Säckle mit bei, wo wir das dann reinmachen können. Und wir haben USB mit bei. USB-C habe ich jetzt gerade schon benutzt. Warum habe ich es benutzt? Ja, weil Akku leer. Ich habe ja gestern schon versucht, das Video dazu zu machen, aber da kam kein Mucks. So. Deswegen halt heute nochmal. Alles auch super im Karton erklärt. Die App habe ich schon runtergeladen. Die App ist eine andere als bei dem X2 und bei dem anderen, was ich euch vorgestellt habe. Sieht aber vom Menüaufbau genau wie die App von der X2 aus. Bloß, dass die App von der X2 heißt HOEM Pro und von dem kleinen heißt es HOEM Joy. So, ich habe auch mein Handy schon hier. So. Nee, wir machen das mal so, wie hier drin steht. So, was steht da drin? Wir sollen das einmal aufklappen. So, einmal haben wir aufgeklappt. Dann sollen wir das in der Mitte aufklappen und dann sollen wir das Handy da reinsetzen. Wie haben die das gemacht? Da bin ich mal gespannt, das soll hier irgendwie. So, das ist Nummer 2. Also hier ist auch alles wieder super erklärt mit diesen Aufklebern, wo 1, 2, 3 und da geht man dann einfach die passenden. Ah, alles klar. Alles klar. Das ist ja mega geil. Das ist ja geil. Also, gerade festgestellt. So, man kann das Handy praktisch. Jetzt meins jetzt nicht, weil meins ja ziemlich dick ist durch die, sag schon. So. Durch die Schale. Also, kann man das denn hier so reinstecken? So. Und das dann. So, kann man dann das hier drehen? So. Jetzt müssen wir das mal gerade machen hier. So. Die Methode, das festzumachen, finde ich so ja geiler als mit den Klammern. So, und dann müssen wir jetzt erstmal hier in die App reingehen. HOEM Joy. Und dann müssen wir das Ding auch mal anschalten. Das ist auf der anderen Seite. Ich habe es verkehrt rum gemacht. Oh Gott. So. Aber jetzt haben wir es. So. Ne, so. Und zurück. Und Start. So, jetzt sucht er Bluetooth. Jetzt verbinden wir das mal. Jetzt findet er die auch gleich. Ich connecte jetzt gerade damit.
Wählen Sie zu verbindendes Gerät. So, okay, nochmal. So, nochmal. So, jetzt haben wir es. Das verbinden wir jetzt. Und jetzt sage ich Start. Wieso verbindet denn der jetzt nicht? So, ich mache das jetzt einfach mal direkt koppeln. Nicht über die App, sondern über das Smartphone. Ich gehe jetzt auf Fotos. Start. Ah, ist verbunden. So. Ja, wird hier alles wieder erklärt. Jetzt gehe ich wieder auf Gesichtserkennung. Oh, ist ja geil. Der hat gleich gerafft, dass ich praktisch. Ist ja geil. Musik. Wartet. So. Der hat gleich gerafft, wo ich Gesichtserkennung angemacht habe, dass die Kamera hinten an ist. So, jetzt müssen wir die mal wechseln. So, spiegeln. So, und jetzt. Ja, na gut, die hängt so ein bisschen hinterher. Ist halt nur ein kleiner Motor drin. Aber sie macht das, was sie soll. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, dann könnt ihr das nämlich hier ohne weiter neigen. So. Und dann habt ihr praktisch ein Selfie-Stick mit Gimbal. Das heißt, ihr macht das einfach so hoch und ihr seid immer am Bild. Ja, so, ich kann euch das mal. Ich mache mal jetzt so und dann einfach wegdrehen. Also egal wie ihr macht, die Kamera kommt immer hinterher und ihr seid immer am Bild. Und ihr braucht nicht mit dem Stick hier irgendwie rumfuchteln, hoch, runter, links, rechts. Nur wenn er hoch geht. Oh, warte mal, gehen wir mal hoch, so. Na, das geht nicht, da ist ja kein Motor hier drin, aber so erkennt er das. Das ist geil. Das hier fällt mir. Aber ihr könntet auch hier auspacken und einfach sagen, okay, machen das so, klappen das hier einfach so um. Und das. Wieso ist das jetzt so? So. Und dann habt ihr praktisch. Ist ja geil. Das ist geil. Das hier fällt mir. Und nichtsdestotrotz, so, wenn ihr jetzt einen Selfie-Stick habt, so, ich werde euch das mal zeigen. Ich hoffe, ihr kriegt das so ein bisschen. Wir haben hier die Fernbedienung drin. Die können wir rausnehmen, wenn wir das hinstellen oder hier drinnen lassen. Und dann können wir jetzt entweder Kamera anmachen, also wir können mit einem Knopfdruck ein Foto machen oder ein Video, also ein Knopfdruck ein Foto und dann doppelt drücken den gleichen Knopf, damit man in den Kameramodus, also in den Videomodus kommt. Einmal drücken geht ein Video an und wenn man wieder zur Foto will, einfach Doppelklick ist man bei Foto. Wir können auch hier noch zusätzlich
Nein, nicht. Ihr macht da das nicht. Achso, Zoom ist hier. Nee, der zoomt gerade nicht. Der will gerade nicht zoomen. Oder? Ist doch, ist Zoom. Ist Plus und Minus. Ach, na ja, toll. Man müsste auch mal anmachen. Ja, so. Und ja, seht da, jetzt kann ich so ja zoomen und rauszoomen, reinzoomen. Warte mal, ich muss mal Kamera. So. Hoppala. Zack, mal weg von meinem Gesicht machen, damit ihr das sehen könnt. So. Wie gesagt, so jetzt seht ihr praktisch mein Bild im Hintergrund und wir können hier einfach reinzoomen und auch wieder rauszoomen. So, wir können mit einem Knopfdruck, zack, geht ein Video an. Ich hoffe, ich kann euch das vernünftig zeigen, weil ich muss mal den noch ein bisschen einfahren. So. So, da seht ihr, dass ein Video gemacht wird. So, jetzt geht das Video aus. Wenn ich jetzt den gleichen Knopf Doppelklick mache, 1, 2, dann wechsle ich in den Kameramodus, also in den Fotomodus und zack, Foto. 1, 2 und ich bin wieder im Videomodus. Hier können wir dann nochmal neu justieren und so. Ist ja voll geil. Also der Selfie-Stick, der ist geil. Der hier fällt mir. Der ist wirklich klein, kompakt. Warte, ich muss mal so machen. Der ist klein, der ist kompakt. Man hat aber auch gleich einen Selfie-Stick mit bei. Kann dann halt ein schönes Foto, Video machen. Wir können auch, wartet mal, ich muss mal ausmachen. So, wir können aber auch hier auseinanderziehen und große Handys reinmachen. So, das werden wir auch mal machen. So, dann sieht das natürlich vom Festmachen her etwas anders aus. So, dann bringt uns das so ja nichts, weil dann sehen wir nichts. Seht ihr ja. Dann müssen wir einfach mal drehen. Wartet. 1, 2. So. Ist nicht ganz gerade, weil mein Handy ein bisschen größer ist. Jetzt machen wir das einfach mal wieder an. Upala. Wo ist denn hier? Hier ist der Knopf? Da oben. So. Und jetzt haben wir das praktisch so. Und wenn wir jetzt so als Selfie-Stick, ja, also so als Hochkant, wenn ich jetzt hier Doppelklick mache, 1, 2, nee, einmal drücken, wartet, kommen wir in den normalen Modus. Ich zeige euch das nochmal. Zack. Dann macht der Motor alles mit. Für so ein kleines Teil. Voll geil. So. Dann machen wir die Gesichtserkennung mal wieder. Ach, die ist jetzt an. Und dann können wir praktisch so machen. Und dann können wir hier hinten noch ein bisschen biegen. So. Dass wir dann halt schön mittig drauf sind. Wir halt können die halt nicht nach hinten mit dem Motor machen oder so. Hat keine Kippfunktion. Das ist wirklich nur im Kreis. Weil das sind alles feste Gelenke. Die muss man dann selber machen. Und hier ist halt der Motor drin. Und der kann sich halt nur im Kreis drehen. Der kann halt nicht kippen. Weil das ist hier alles fest. Hier ist, hier ist auch irgendwo so ein Feststellteil. Hier. So, dann geht es gar nicht mehr. Dann kann sich gar nicht mehr drehen. Das zeige ich euch aber nachher auch alles noch. Und so habt ihr praktisch einen schönen Selfie-Stick. Mit Gesichtserkennung,
Mit Fernbedienung, ihr braucht da nicht da oben drücken. Ihr habt hier Fernbedienung und könnt mit dem Daumen alles sehr einfach erreichen. Könntet auch als Stand nehmen. Das ist super geil. So, jetzt werden wir das mal ausmachen. Ich möchte euch das gerne mal zeigen. So, jetzt ist er aus. So. Jetzt die Kamera auch mal hier ausmachen. So. So, das ist das ganze Ding. So, wenn man, ihr könnt das hier so zusammenklappen. So. So klein und handlich. Ganz einfach. So. Wartet, ich muss den mal kurz locken. So. So klein und handlich. Ein bisschen größer als ein normaler Selfie-Stick. Mit Gesichtserkennung, Fernbedienung, allem drum und dran. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich bei bestem Willen nicht. So, wir können das einmal komplett hochklappen. So, das ist jetzt fest. Da gibt es nämlich hier einen kleinen Hebel, damit man das festmacht. Ich mache es mal wieder fest. Das ist, wenn man es denn festmacht, dass es denn nicht hin und her, um den Motor zu schonen und so. Ja, wenn es in der Verpackung ist. Also einmal könnt ihr das praktisch komplett aufmachen. Zusätzlich könnt ihr aber auch den Arm hier. Ach, doch locker. So. So, einmal drehen. Ihr könnt das auch so machen. Ja, und dann praktisch hinstellen und dann ist es genau gerade. Ja, und könnt dann praktisch so als Schminkding nehmen oder was weiß ich. Ihr könnt es noch weiter drehen, immer so schräg. Und so sind wir dann wieder ganz oben. So, aber wir meine zu. Also da bin ich wirklich begeistert. Man kann es ausklappen, ausziehen, man kann auf den Tisch stellen, man kann ein Handy reinstecken oder in die Klammern machen. Die Klammern finde ich hier sehr gut gelöst. Da passt selbst das große Handy rein. Wir haben eine Tasche mit bei, wo wir dann reinpacken können. Und so, das wird. Für unterwegs wird das sein jetzt. Das ist richtig geil. Muss ich halt immer nur sorgen, dass dann achten, dass die Batterien voll sind. Das ist immer mein Problem. Ich habe es denn und dann habe ich keine volle Batterie. Das ist so doof manchmal. So, und hier den USB dann wieder rein. Hoppala. Der war nämlich bei der Tüte mit drin. Gott. So, muss auch gleich den Hangout weiter vorbereiten. So. Und da selbst so im Handschuhfach oder im Reisekoffer oder was weiß ich, eine Handtasche mit Karton schnell untergebracht. Alles kompakt, alles drinne. Also wirklich beide Räte. X2. Ich habe ja das X2 jetzt und vorher schon eine große. Die beiden sind unter 100 € und sind top. Also kann man echt nicht meckern. Die machen wirklich das, was sie sollen. Und das für unter 100 €. Wobei ich sagen muss, wenn man öfters was macht, ja, okay, da vielleicht den oder den noch etwas größeren, den ich davor schon mal vorgestellt habe. Wenn man nur ab und zu oder so ein Multifunktionsding haben will oder für einen Urlaub oder so und nicht halt so viel mitschleppen will, dann den kleinen. Der kleine ist super. Der macht auch viel. Und natürlich einen kleineren Akku drin, aber ihr habt eine Fernbedienung, ihr könnt einen Selfie-Stick machen, ihr könnt hinstellen und von der Ferne dann ein Gruppenfoto oder machen. Voll geil, voll geil. Hier bei dem auch, bei dem ganz großen ist keine Fernbedienung mit bei. Da stellt er alles an dem Stick, also an diesem Handgriff ein. Da habt ihr keine Fernbedienung. Die habt ihr nur bei den kleineren Varianten mit bei, aber wirklich toll. Wirklich schöne Produkte, gefallen mir mega mäßig gut. Ja, dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen.
Wir haben beide jetzt getestet. Ich werde die jetzt mal so zwischendurch noch ein bisschen rumspielen damit. Wir sehen uns später. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.